Sind jetzt die zwei Portale. Also einmal hier ein Mistcraft-Portal. Wohin es mich führt, weiß ich nicht. Aber wir gehen jetzt... Nee, wir gehen erst ins Mistcraft-Portal. Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Die Gefährten und ist die Kamera ein bisschen weiter so. Okay, wir sind hier wie heißt die Stadt? Wyvernhaven, ne? Und die haben wir letzte Folge entdeckt mit unserem Drachen hier. Ihr habt noch die Möglichkeit Vorschläge in wer hat die jetzt zum Sitzen gebracht? Ach, wenn ich vielleicht ausgelockt bin, sitzt er automatisch. Also ihr habt mir gesagt, mit einem Knochen kann ich den zum Sitzen bringen. Und ihr habt viele, viele Namensvorschläge gebracht. Ihr habt jetzt nochmal die Möglichkeit, in die Kommentare euren Namensvorschlag zu bringen. Ich werde in dieser Folge jetzt die zwei Portale austesten. Oder jetzt erstmal eins, ne? Das interessiert mich jetzt erstmal brennend. So, ich habe hier leichte Frame-Einbrüche. Warum, weiß ich nicht, aber ich will jetzt erstmal gucken, ne, wie das mit den Portalen war. Einer hat mir geschrieben, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber hat mir geschrieben, jo, Basti, es kann sein, dass du dann nicht mehr zurückkommst. Doch, ich habe hier Enhanced Charm Dingensbumsens und da werde ich jetzt auch direkt mal einen Waypoint machen. So, Set hier muss ich, glaube ich, machen oder Add New und das ist Wyvernhaven. So. Und Commit. So, das heißt, da können wir auch hin und her uns porten, ne? So. Und das hier sind jetzt die zwei Portale. Also einmal hier ein Mistcraft-Portal. Wohin es mich führt, weiß ich nicht. Aber wir gehen jetzt. Ne, wir gehen erst ins Mistcraft-Portal. Wo führt es mich hin? Shit, Mann. Fuck! Wo bin ich hier? Es ist dunkel. Kaka? Warte mal. Der Licht sauber, bitte. Ach du Scheiße, ne? Was ist das hier? Hä? Ist das das Deep Dark? Ich war noch nie im Deep Dark. Wie habe ich das gemacht? Beziehungsweise, warum gibt es ein Portal zum Deep Dark? Muss man das verstehen? Ach du Kacke, ne? Okay. Ey, was ist das da hinten? Da hinten leuchtet irgendwas. Hä? Leute! Was ist das? Wo bin ich hier gelandet? Schau mal auf der Map. Okay. Ach du Scheiße. Wow, da ist ein Dungeon. Hilfe. Hä? Ich kann nichts essen, so. Nee, warte mal, ich muss meine Essenz muss ich mal wieder hier reinziehen. So, warte, ich mache hier mal Licht schön. So, Essenz, die will ich nämlich da haben. Für den Fall der Fälle, ne? So, okay. Den da muss ich zerstören. Geht es damit mit dem Hammer? Ja, geht gut. Okay, wunderbar. Hier ist nichts Besonderes drin. Aber ich leg mal das hier ab. So. Ah, ne, die Gastränne würde ich gerne behalten. Alter! Ist es überhaupt das Deep Dark, Leute? Och, Mensch, jetzt kommen die. Hä? Warum? Lol. Okay, Server hat gelaggt. So, der ist tot. Okay, nächster bitte. Noch. So. Okay, der ist auch tot. Die Tür machen wir jetzt mal nicht auf. Fuck, Mann! Was ist das hier? Wir machen es einfach so. Ein leerer Raum, okay. Oh shit, Leute.
Ich habe hier echt ein bisschen Bammel. Oh, hi. Und abbauen, schnell. Oh, fuck. Schnell abbauen, schnell abbauen. Go, 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 go. Und pam, der ist weg. Hier gibt es ein Drachenei und ein Black Lotus. Ach, geil. Nee, warte mal, die Dinger mache ich hier rein. Das nehme ich mit. Und noch ein Drachenei. Knowledge Fragment. Das könnte... Ah, das nehmen wir auch mal mit. So, ich werde jetzt erstmal ein paar Dinge in den Dingsens hier... geil, habe ich keinen Platz. Ah, doch, die Ender Lily Seeds kann ich hier reinpacken. LOL, wo bin ich hier gelandet? Ist das das Deep Dark? Wenn ja, geil. Da war ich nämlich noch nie drin. Wirklich noch nie. Hä? Alter, wie viel Leben hat das Teil? Shit, Mann. Okay, warte mal. Man kann sich da bis nach oben durchbauen. Alter. Was ist das hier? Alter! Mann! Oh, da ist nur ein Creeper oben. Oh, fuck. Das soll da mal verschwinden. Lol. Oh, oh. Fuck. Okay, hier ist ein Raum. LOL. Muss man das hier verstehen? Wow! Cool, wir haben einen grünen Skillpoint bekommen. Das ist auch cool. Na? Jawohl, wir haben was Cooles gefunden. Yay, Party Party. Ich weiß nicht, wo es hier lang geht. Okay. Mann, ey. Das, was ist das für eine Dimension? Beziehungsweise, was ist das für ein Dungeon in dieser Dimension? Alter Schwede, ne? Okay, jetzt stacken wir uns noch nach oben. Hier oben ist nichts. Hä, was ist das da hinten? Was ist das? Hä, was ist es da hinten? Da hinten ist irgendwas. Hä, was ist das hier? Ist das das Deep Dark? Ich weiß es nicht. Ich war noch nie im Deep Dark. Von daher... Warte mal, wir machen jetzt... Ne, wenn ich jetzt da runter gehe, spawnen viel zu viele Mobs, ne? Einfach lol, ne? Okay, warte mal, wir machen jetzt mal kurz Folgendes. So. Was ist das da hinten? Ah, okay. Hier ist irgendwas. Da, eine Auranote war das, okay. Hä, mit dem Zauber bin ich eh gut unterwegs. Da kann mir nichts passieren. Wir wandern jetzt hier ein bisschen durch das Deep. Da hinten ist ein Dryaden-Spawner. Oder was ist das? Hä, hier fliegt irgendwas rum bei den Dryaden. Okay, warte mal. Ich hab den Zauber hier lieber nebenbei an. Lol. Okay.
Was gibt es denn hier im Deep Dark? Wir graben jetzt einfach mal hier runter. Und machen erstmal Licht. Gibt es denn hier irgendwas Besonderes? Oder ist es das... Warte mal, das kann man doch bei F3 gucken. Oder? Hä? Warum hat... Ich weiß nicht, wie heißt diese Dimension? Kennt jemand das? Wenn ja, was kann ich denn hier machen? Alter Schwede, ne? Okay. Okay, krass. Ich weiß nämlich nicht, was ich hier machen soll. Oder was diese Dimension hier überhaupt kann. Hä? Okay. So. Ich bewege mich gerne mit diesem Zauber hier vorn. Alter, was ist das für eine Dimension? Ich war noch nie im Deep Dark, deswegen kann ich nicht sagen, ob es das ist oder nicht. Von daher machen wir einfach ein bisschen YOLO. Hä, was war das? Hui. Okay, das Teil hier ist... Ey, krass. Es geht einfach immer so weiter. Ich hoffe ja irgendwie, dass irgendwas hier entdeckt wird oder so. Aber naja, so. Wir gehen zurück zu Vivan Heaven, ne? Okay. Und es regnet schon wieder. Also, das Teil hier bringt uns ins Deep Dark. Das ist schon mega, ich sag mal, komisch. Ne? Und es ist, ja, keine Ahnung. Okay. Was hast du was zu labern, ne? Mann. Ich würde gerne mit dem Kommandant reden. Der ist doch da oben drin, ne? Wenn es mich nicht täuscht, habe ich den da das letzte Mal gesehen. Wie komme ich denn jetzt da am besten hoch? Okay, warte mal. Das haben wir gleich. Zack, zack. Vielleicht kann der mir irgendwas über die Portale erzählen. So, warte mal. So. Hallo, Major. Ich komme gern durchs Fenster. So, Welcome to Wyvern Heaven, Hero. We are Principality and Prinzentum? Yeah, also eine Bruderstadt von Draconis and a bustling trade town. Achso, okay. What does this town have to offer? We have a lot to offer adventurers like yourself. You can purchase a house here and settle or set up a shop to trade your goods. Lol. Okay. We have a rarity of land plots for sale. Take to Ludwig von Moneygrubber for more information. He is located at the front of the town. Was? Ich habe eine neue Quest. Was? Was? Hat die mir was gebracht? Ups. Halt. Ups. Ich habe gerade eine Quest abgeschlossen. Okay. Was kann die mir die Town bieten. We have a variety here. Achso, warte. Hä? Achso, das andere. This building was originally trade between our towns. Talk to Henry downstairs. Lol. Ich habe eine neue Quest. Administer of Trade und Real Estate. Cool, okay. Dann würde ich sagen, das ist der Typ da unten. Gehen wir mal zu dem. Are you a merchant looking to set up a trading business? Tell you what I will give you a couple of items are complete. Er hat mir was gegeben? Eine Trade Station? Okay, okay, Leute. Jetzt, verstehe ich gar nichts mehr. Online, offline. Cool. Weiß zwar nicht, was ich damit soll, aber... Cool, okay. Okay, dann würde ich sagen, Leute, ihr seid wieder dran. Kommentare schreiben,
Kommentare schreiben. Wenn euch die Folge gefallen hat, Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal und tschüss.